Das Besondere an dem Projekt ist natürlich als erstes, was entstehen wird, nämlich 63 barrierearme Wohnungen. Hier haben wir vor allem unsere Mieter im Bestand, die hier im Hintergrund in der Zeilenbauweise, wie wir sagen, wohnen. Und diese Mieter sind älter geworden und brauchen jetzt vielleicht auch eine andere Wohnung, brauchen vielleicht einen Fahrstuhl, hätten gerne einen Balkon mit Aussicht. Und genau das bauen wir eigentlich hier. Das Schöne an diesem Grundstück ist die Lage einfach. Als ich damals bei der Besichtigung dieses Grundstück gesehen habe, ist mir gleich klar geworden, es gibt einen wunderbaren Ausblick hier. Und das Wichtige war eben, dass man diesen Ausblick auch erhält. Und der Entwurf hat eben genau das auch zum Ziel gehabt. Wir haben hier Einzelbaukörper entworfen, die auf dem Hang als Terrassen gestaffelt sind und dadurch eben auch Durchblicke in die Landschaft gewähren. Das Besondere ist, es ist ja vorhin bei den Reden schon angeklungen, dass es sich hier um ein Partnerschaftsverfahren oder ein Partneringverfahren, wie man das heutzutage sagt, handelt. Das heißt, um eine sehr frühe Einbindung eines Bauunternehmens in die Planungsphase. Also wir haben praktisch gemeinsam mit dem Bauherrn und den Planern den ersten Entwurf optimiert und am Ende irgendwo so eine Planung so weit ausgefeilt gemeinsam, dass wir jetzt heute hier stehen und bauen können. Das ist eigentlich das Besondere, was es nicht gerade in der Wohnungswirtschaft nicht alle Tage gibt. Und das ist das Besondere. Und das trauen sich, ja, ich sag's wirklich mal so, das trauen sich nicht viele Auftraggeber, das so zu machen. Wir haben gesagt, da muss ein bisschen Leben rein in die Fassade. Und haben die einzelnen Geschossebenen gegeneinander verschoben. Es sind polygonale Flächen anstelle eines viereckigen Kastens, den man sehen kann. Mit vielen Schattenwürfen, interessanten Vor- und Rücksprüngen. Und ich glaube, das macht die Fassade sehr lebendig. Also wir haben bei jeder Wohnung diesen Balkon mit diesem fantastischen Ausblick dabei. Und das ist besonders, denke ich, an der Stelle können sich die zukünftigen Mieter wirklich auf was Neues freuen und auf was freuen, was es jetzt in dem Stadtteil vielleicht in dieser Form noch nicht gibt. Wenn wir das so übernächstes Jahr im Herbst, in 2 Jahren stehen wir dann hier im Innenhof und die Wohnungen sind alle vermietet, das ist so meine Vorstellung. Und wenn wir das für einen Mietpreis so zwischen 8,50 und 8,90 Euro schaffen, denke ich, dann müssen wir einfach nochmal abrechnen. Aber wenn wir das hinkriegen, haben wir hier was ganz Tolles geschafft. Da arbeiten wir dran.